Heute haben kurz nach drei, heute ist wieder nichts passiert. Heute Morgen knalliger Regen, jetzt plötzlich knallige Sonne. Wir überlegen jetzt, was wir machen, weil mein Vater wollte eigentlich einen Flughafen so fahren, abchecken, Parkplätze und so weiter. Meine Mutter wollte mit uns in die Stadt oder irgendwo bummeln, aber dann hatte sie Blutdruck. Jetzt weiß sie selber nicht, ob sie kommt. Jetzt müssen wir uns irgendwie entscheiden, ob wir in der Karte oder in die Stadt fahren, damit der Vater eventuell so ein Auto bringt. Keine Ahnung, in der Sekunde kann man Pakete haben. Ja, mein Shooting-Paket, was ich eigentlich für gestern gebraucht habe, aber ja, super. Das heißt, da sind eigentlich nur Dinge drin, die ich dafür gebraucht habe. Das bedeutet, dass ich das wahrscheinlich alles zurückschicken werde, müsste. Nervig. Und das kam halt einfach so an. Schau mal. So. Und der ist irgendwie halb offen und der kam auch verspätet an. Also keine Ahnung, ob der irgendwie zwischenzeitlich aufgemacht wurde. Und das ist irgendwie nicht normal. Ja, wir sind jetzt in Jakarta gefahren, nachdem ich gezwungen wurde, das Parfüm von ihrem Schwarm zu riechen, sitzen wir jetzt hier in Zara und sie probiert. Papi? Probiert ein Töpfchen an, was sie eventuell morgen anziehen würde. Ne? Und dann sieht gerade ihre Speckrollen, die nicht existieren. Ah ja. Kurz offen, nett. Als wir in Jakarta unten waren, Leute, kam einfach so ein berühmter TikToker mit seiner Schwester. Andere Schwester, Cousine, keine Ahnung, die haben Passfotos gemacht. Ich habe auch neulich irgendwie zufällig gesehen, dass die Schwester irgendwie selber ein Passfoto zu Hause machen wollte. Dann wurde das nicht angenommen, wahrscheinlich hat sie das gemacht, keine Ahnung. Aber es ist halt voll komisch zu realisieren, dass die Person halt so viele Millionen Abonnenten hat und das für uns irgendwie nichts Besonderes war, die Person zu sehen. So als würde das ein ganz normaler Mensch sein oder als würde man die Person kennen. Vielleicht hat sich das auch schon mal jemand bei mir gedacht. Da haben wir dann entschieden, noch ein bisschen zu essen. Ich habe Hunger bekommen, dann die anderen auch. Dann dachten wir, okay, machen wir Abschiedsdöner essen. Haben wir gerade gegessen. Ich dachte, das sind Enten, die in einer Linie sind. Jetzt zeige ich euch die Enten. Hier sind die Enten. Also hier vorne machen 50-Jährige irgendwie so einen Fahrradführerschein. Es ist nie zu spät, was zu lernen. Also Leute, wir sind zu Hause angekommen, haben natürlich nichts gekauft. Also ich habe gar nichts anprobiert, meine Schwester hat halt einen Tanktop anprobiert, aber das, ja, den nicht gefallen. Dann waren wir auch nicht mehr in vielen Läden. Jetzt habe ich seit gestern meine Fotografin geantwortet, die denkt wahrscheinlich auch, bin komisch, buchen wir ein Fotoshooting und schauen nicht rein. Aber die hat mir gestern eigentlich schon die Fotos, denke ich mal, geschickt auf diesen Cloud. Dann hat mir dann eine Sprachnachricht was, auf die ich jetzt geantwortet habe. Wo sie mir gesagt hat, irgendwie soll mir was aussuchen. Die kann mir auch Tipps geben, welche Fotos ich aussuchen soll, die sie beantworten soll. Und da habe ich gefragt, wie viele ich mir aussuchen darf. Genau. Jetzt habe ich halt Angst reinzugucken. Sehr Angst. Ich glaube, ich mache jetzt Live-Reaction zu meinen Fotos. Ich muss noch gucken, ob ich da reinkomme überhaupt. Google Drive. Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich ahne Böses. Ach du Kacke. Ich fühle scheiße. Ich sehe die ersten Bilder und die sehen cringe aus. Die hat mir auch noch welche geschickt mit Augen zu. Kann die nicht filtern, Dinge? Also ich habe mir jetzt die Fotos angeschaut. Ich bin kurz vorm Heulen. Das sind die schlimmsten Fotos, die ich jemals in meinem Leben hatte. Die hat eine, keine Ahnung was, 1000 Euro Kamera. Und meine Fotos, die ich mit dem iPhone mache oder mit der Kamera selbst, die meine Schwester macht, sind einfach Modelfotos, was sie mir geschickt hat. Das ist einfach nur Dreck am Spieß. Ich habe vielleicht ein paar einigermaßen gute Fotos von 500, die sie mir reingeschickt hat. Die hat mir nicht mal die, wie gesagt, die schickt mir alle, also die ich mir halt aussuchen kann zum Bearbeiten, aber halt die gelöschten. Und sie hat mir mit Augen zu, mit schiefem Gesicht natürlich. Ich kotze gleich. Hauptsache, ich habe so gedacht, ja, wenn ich zurückkomme, dann will ich noch ein Shooting und hier ein Shooting. Nie mehr in meinem Leben gehe ich zu ihr. Also vielleicht bei irgendjemand anderem, der sich bei mir meldet, aber nicht zu ihr. Das ist, ich versuche gerade echt nicht zu heulen. Außerdem hat sie mir vom letzten, also wir haben ja 3 oder 4 Looks geshootet und das letzte hat sie mir gar nicht geschickt. Das habe ich hier geschrieben, ob das davon auch noch Fotos gibt. Geschrieben, da sind alle. Aber ich habe das gerade nicht. Schau mal nach. Bei offensichtlichsten Sachen nicht gesagt, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, dieses Weiße aus meiner Jeansfläche reinstecken soll. So sie ist wohl gar nicht, sollen wir das doch sagen. Ich glaube, sie wollte einfach nur, dass ich mir extra Fotos kaufe zum Bearbeiten. Ein Scheiß kriegt die von mir.
Ich suche mir die 10 Fotos aus, für die der Preis inklusive ist und fertig. Leute, ich heule. Meine Schwester ist einfach die beste Fotografin, die es je geben kann. Ja, Leute, und dann war da, also sie und Papa, war da einfach so ein Fotoshooting von so einem halbnackten Opa. Und wir dachten, das ist unser Nachbar, der den fotografiert hat. Der ist so vorne nach hinten gegangen. Mit so Handy auf seinen Oberkörper gerichtet. Auf jeden Fall bin ich gerade totmüde. Ich gehe mich gleich abschminken und schlafen. Ich habe es heute mit dem Fitness nicht hinbekommen, weil gestern habe ich nur 2 Stunden geschlafen. Ich wollte mich ausruhen von dem Shooting. Mal gucken, wie es morgen ausschaut. So Leute, wir haben gerade irgendwie Zeit oder so. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht. Meine Schwester macht sich jetzt fertig. Gleich geht sie raus zu einem Date. Und alles, was er so gesagt hat, generell ist die Situation einfach so komisch. Er und auch was er so halt kurz vom Treffen gesagt hat. Ja, muss jetzt noch vorher zu DM sich eine Karte aufladen, weil irgendwie, ja, hat sie kein Internet mehr. Es lohnt sich nicht wirklich für die paar Tage, aber sie will ja mit ihm schreiben und Videos machen. Ah, und noch muss sie sich eine Fahrkarte kaufen. Ja, nur Streifenkarte. Was man alles dafür braucht. Nimmst du Fahrkarte? Will ich Fahrkarte schon? Was? Ja, ich muss Fahrkarte. Ich hab Streifenkarte noch. Hast du die selber gekauft? Ja. Ja, aber das ist teurer, weil das ist eine normale Streifenkarte. Ich hab. Das ist billiger. Echt? Ja. Peace, tschüss. Freust du dich? Wünsch mir Glück, bitte. Viel Erfolg. Ein Kuss. So, ist in einer Boutique, jetzt sind wir die anderen gefahren. Hab mir hier 2 Teile ausgesucht, die ich jetzt anprobieren werde. Ich meiner Mutter gesagt, dass der Ausschnitt bis zu dem Bauchnabel geht. Ich sehe aus wie so ein löchriger Käse. Das Ding wäre alles schön und gut, wenn diese Brustlinie bei mir nicht auf der Brustwarzenlinie wäre. Leute, was ich zu gestern nicht erzählt habe, als wir da saßen und diesen Typen beobachtet haben, diesen TikToker, saßen neben uns auf dem Tisch so 2 Typen, so richtige Assis, und dann kam plötzlich auch 2 Assi-Mädels und haben zu einem, glaube ich, gesagt, wenn du mir 3 Euro fürs Essen gibst, gebe ich dir mein Insta. Da habe ich gecheckt, dass die Welt komplett untergeht. Und dann hat er so, bist du sicher, dass du mir gibst und dich mit den 3 Euro gleich hier nicht verpisst und ich dich nie wiedersehe. Und dann, ja, haben die Insta ausgetauscht mit ihrer rauchigen Stimme mit 13. Ja, Digga, gib mal ein. Also ja, mit Punkt Unterstrich. Alter, das war das Ende. Meine Schwester hat jetzt geklingelt, sie kommt jetzt zurück vom Date. Ich muss jetzt meine Videos drehen. Und? Hast du dich verliebt? Auf jeden Fall. Ja.